Was ist echt und was nicht? Der Unterschied zu erkennen wird immer schwieriger. Was KI heutzutage schon kann, ist echt beeindruckend. In der heutigen Folge geht es darum, wie KI-Videos das Internet erobern, wie du echte Inhalte von falschen kannst unterscheiden und wie du selber KI-Videos kannst erstellen. Ich finde es echt beeindruckend, wie KI sich innerhalb des letzten Jahres entwickelt hat. Die Technologie steht noch am Anfang und gleich sind die Videos schon so gut und wirken oft sehr echt. KI-Videos werden immer realistischer. Aber wie entstehen solche Videos eigentlich? Komm, wir machen einen Test. Die meisten Leute haben ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop, wo sie KI-generierte Videos damit erstellen können. Für das braucht es Tools wie zum Beispiel Synthesia, VO2, Runway oder Sora OpenAI. Jetzt ist deine Kreativität gefragt. Was ist deine Story und wie soll das Video dazu aussehen? Mit diesen Informationen erstellen wir dann einen Prompt, also eine genaue Anweisung an die KI. In unserem Fall wollen wir ein Video erstellen, wie ich ein Müsli esse. Videos mit künstlicher Intelligenz zu erstellen, ist also gar nicht so schwierig. Was für viele ein kreativer Spielplatz ist, kann für andere überfordernd sein. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei neuen Technologien. Vorteile sind zum Beispiel, dass kreative Prozesse schneller umgesetzt werden können. Dass neue Berufsfelder entstehen, wie zum Beispiel KI-Editorin oder Prompt-Engineerin. Und dass KI bei Lernprozessen Unterstützung bieten kann. Nachteile sind, es braucht sehr viel Energie. KI-Videos haben weniger kreative Tiefe als echte. Die Darstellung ist immer noch nicht 100% fehlerfrei. Und die mediale Manipulation wird durch KI-Videos immer einfacher. Gerade wenn es um eigene Informationsbeschaffung und Sicherheit geht, ist es von Vorteil, wenn man erkennt, ob ein Video manipulativ KI generiert ist oder nicht. Wie man das herausfindet, das schauen wir jetzt zusammen an. Schau und hör genau her und check, von wem das Video kommt. Hänge und Finger sehen oft komisch oder unnatürlich aus und bewegen sich unlogisch. Auch Licht und Schatten sind nicht immer ganz so realistisch. Und Stimmen tönen zum Teil künstlich und unemotional. KI-Videos sind noch nicht perfekt, aber sie entwickeln sich rasant. Schon heute werden sie in Werbungen, Bildung oder Social Media eingesetzt. Wer kreativ ist und lernt, wie man mit KI arbeiten kann, hat eine echte Chance für die Zukunft. Willst du mehr Tipps zu KI und anderen Medienkompetenzthemen, dann besuch den Swisscom Campus. Den Link dazu findest du in der Beschreibung.